Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox und zu einem Hammerpreis vor allem das, was die Kühlbox kann. Und ich zeige euch hier das Tippenschild. Ihr seht, hier drin ist der BD80 und Kältemittel ist R290. Die Kühlbox ist Standard, wir stecken die jetzt ein und zum Kompressor komme ich nachher. Ich habe hier ein Netzgerät, die Box läuft nur 12 und 24 Volt. Die Box kühlt nicht, ich muss die hier einschalten. Wir haben jetzt eine Innentemperatur von 23 Grad. Die Box hat ein Volumen von 35 Liter. Sie hat Abmessungen ohne Griffe. Die sind lose bei der Auslieferung von 600. Mit den Griffen hat sie eine Breite von 730. Eine Breite oder eine Tiefe, je nachdem wie wir das anschauen, von 370 und eine Höhe von 380. Der Deckel geht so auf, wir haben innen drin einen Korb und hier eine Zubehörschachtel, da komme ich dazu. Der Korb hier. Und dann habe ich zweimal Innenbeleuchtung und eben hier der Thermostat. Ich kann hier dann drücken, Set 2 einmal, ist jetzt eingestellt auf minus 18 Grad. Hier kann ich die Grad Celsius oder Fahrenheit umstellen. Und hier habe ich einen Unterspannungsschutz Low, Mittel und High. Stellen wir um auf Low. Normalerweise ist in dieser Kühlbox drin ein BD35F Standard Kompressor, meistverbauter Kompressor auf dem Weltmarkt. Und hier sitzt jetzt dieser BD80 drin. Dieser BD80 läuft mit Propan, ist also ein natürliches Kältemittel und hat etwa dreimal mehr Leistung wie der BD35, der hier original verbaut ist. Dreimal mehr Leistung heißt auch dreimal schneller runterkühlen, heißt auch viel mehr Gefrierleistung. Und wenn ich diese Box hier hinten über diesen Schalter hier umstelle auf Notbetrieb, Emergency Mode, dann geht die Box runter auf minus 30 Grad. Das ist nicht eine normale Box, aber der Preis für 450 Franken ist schon heftig. Warum, was da ein Haken dran ist, komme ich dazu. Wir haben hier das Anschlusskabel, das ist Standard, sage ich mal ganz frech. Und ihr wisst ja, was ihr mit so einem Standardkabel machen müsst. Wichtig ist, dieser Stecker hier abschneiden. Ich werfe ihn jetzt nicht weg, sondern behalte ihn, den kann ich hier aufschrauben. Hat eine Sicherung drin. Und wir sehen hier hinten, das gerippte Kabel geht auf die Masse. Und das flache Kabel geht auf den Plus. Und das Kabel habe ich hier auch wieder. Ich habe das flache Kabel. Das geht auf die Plus und das gerippte Kabel, das geht auf die Masse.
Ich isoliere hier weiter ab. Das ist ein 2,5 Quadrat Kabel. Ich mache hier eine Öse drauf. Und auf der anderen Seite, bei der Plusleitung, mache ich hier so eine Verlängerung drauf. Und hier mache ich diese Sicherung rein. Und so habe ich ein vernünftiges Anschlusskabel, was ich direkt auf die Batterie anschließen kann. Und so läuft die Box, weil das größte Problem bei diesen Kühlboxen allgemein ist einfach mangelnde Stromversorgung. Hier habe ich jetzt ein 2,5 Meter Kabel. Wenn ihr das Kabel nur einen halben Meter braucht, macht einen halben Meter, schneidet den Rest ab und das Kabel dann so an der Box anschließen. Warum hat diese Box jetzt, die wir eigentlich gar nicht im Sortiment haben oder nicht mehr im Sortiment haben, diesen starken Kompressor? Wir hatten eine Anfrage, wir ersucht eine Kühlbox oder mehrere Kühlboxen, natürliches Kältemittel, also absolut ökologisch. R290 hat ein GWP von 3 und ist biologisch abbaubar, ist ein natürliches Kältemittel, ist Propan. Und er will richtig Leistung, weil sie brauchen die Box in Fahrzeugen, wenn es warm ist. Und diese Box macht bei plus 50 Grad immer noch locker Richtung minus 15 bis minus 18 Grad. Also ihr könnt die Box immer noch vernünftig betreiben. Wir haben gesagt, wir können das machen. Diese Konstellation, diese Kühlbox geht, kein Thema, ist machbar. Aber wenn ihr einen ganzen Container von will, von denen, können wir die bei uns im Werk in China fertigen lassen. Ist auch kein Problem, aber die Hälfte anzahlen. Das war letzten Herbst, er hat die Hälfte anbezahlt, mit ein bisschen Verzögerung. Er hat dann anbezahlt und der Termin wäre dann im März liefern dieser Kühlbox. Der Container kam erst im April. Corona, bla bla und so weiter. Dann ging es los, wir haben ihn wieder kontaktiert, wo er ist, wie wir ausliefern und so weiter. Und wir hätten jetzt gerne noch die zweite Hälfte von diesem Preis. Firma erloschen. Konkurs. Zahlungsunfähig. Dann ging es auch los, dass er das schon allen bezahlt hat und mit dem Konkursverwalter, dass wir die Box jetzt immer noch, ja, wir müssen das Geld zurückzahlen, wir hätten ja keine Leistung verbracht, wir haben extra eine Box bestellt, die Boxen sind ja jetzt da, auch wenn halt einen Monat später. Wir haben uns jetzt geeinigt, das ist jetzt ein halbes Jahr her, und die Boxen können wir jetzt verwerten oder entsorgen und so weiter. Aus diesem Grund der Preis von 450 Schweizer Franken. Hier in Schlatt abgeholt, Cash bezahlt. Jetzt habe ich sehr viele deutsche Zuschauer. Ihr kriegt natürlich die Box auch. Aber in Deutschland, ihr wisst das mit der Weichwährung, wir sind jetzt auf 0,95. Wir haben also im letzten halben Jahr 10% verloren an der Währung, also die Weichwährung Euro, habe ich ein anderes Video gemacht, das verlinke ich euch nachher in der Endcard. Da
kostet sie dann 490 abgeholt oder und dann Euro und dann noch den Transport dazu. In der Schweiz kommt auch der Transport dazu, wenn ihr das möchtet. Ich verlinke euch die beiden Links vom deutschen und vom Schweizer Shop auf diese Box hier. Ja, die Box hat jetzt bereits plus 2 Grad. Ihr könnt auf dem Video schauen, wie lange das jetzt läuft. Ich habe extra nicht geschnitten. Ich habe extra nicht geschnitten, als ich dieses Kabel gemacht habe. Die Box hat also sagenhaft Leistung, aber nur durch diesen starken Kompressor, der 2,5-mal mehr Leistung hat als ein Standardkompressor oder auch so ein Standardkompressor im Bereich chinesischen Nachbauten, weil der BD35 wird ja sehr oft von Chinesen nachgebaut. Ja, das ist die Aktion. Liefern können wir. Wir müssen noch eine neue Betriebsanleitung haben, weil auf der Betriebsanleitung steht natürlich der Name vom Kunden drauf. Das kommt nicht in Frage. Ich habe die neuen Tippenschilder gemacht, habe ich euch vorher gezeigt. Wir labeln die jetzt noch um, weil ich kann die nicht mit dem Tippenschild rauslassen, wo wir das eigentlich geplant hatten. Wir machen auch einen Testlauf hier, also wir hängen sie an, ob es funktioniert, ob sie runterkühlt. Und dann wären diese Boxen ab September lieferbar oder abholbar und auch auslieferbar. Klar könnt ihr unten über den Shop bestellen oder anrufen, ihr möchtet eine reserviert haben. Das ist alles kein Problem. Das ist ein Exot bei uns, nicht mehr lieferbar eigentlich, aber jetzt ein Container voll Kühlboxen zu diesem Preis für diese Kühlbox. Wir sehen, die hat minus 2 Grad. Das Ding hat Leistung bis zum Gehen nicht mehr. Klar, 450 Schweizer Franken ist natürlich schon eine Hausnummer, aber wenn man das vergleicht mit anderen Boxen, die nie diese Leistung haben, ist das ein super Preis und der super Preis geht nur, weil wir halt schon die Hälfte bezahlt bekommen haben. Andere Geschichte. Ich verlinke euch hier das Video, was ich vorher erwähnt habe und hier unsere beste Kühlbox, die GT mit dem gleichen Kompressor drin, also die 46 GT, und ich wünsche euch einen schönen Tag.